Hallo alle zusammen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine saubere Installation von Windows 11 von dem Startlaufwerk oder einem Flashlaufwerk auf Ihrem Computer oder Laptop durchführen können. Die erste Zusammenfassung von Windows 11 ist bereits zur Installation verfügbar. Wenn Sie bereits Windows 10 auf Ihrem PC installiert haben, können Sie ein Upgrade auf Windows 11 durchführen, ohne ein Startlaufwerk zu verwenden, wobei alle Daten auf die Registrierung erhalten bleiben. Wir haben bereits ein ausführliches Video zu diesem Thema auf unserem Kanal. Ich werde den Link in der Beschreibung hinterlassen. In diesem Video schauen wir uns speziell eine saubere Installation von Windows 11 an. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das erste, was Sie zum Booten von Windows 11 benötigen, ist ein bootfähiges Windows 11 Flashlaufwerk. Weitere Informationen zur Erstellung eines bootfähigen USB-Sticks finden Sie auch in meinem vorherigen Video. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Schließen Sie also das Startlaufwerk oder das Flashlaufwerk an Ihren PC oder Laptop an und starten Sie ihn neu. Wenn der Computer nicht von Installation Flashlaufwerk bootet, legen Sie das Booten vom Flashlaufwerk in BIOS oder UEFI ab. Wir haben bereits ein Video darüber, wie man in BIOS oder UEFI gelangt und den Computer von einem USB-Stick bootet. Sie sehen den Link in der Beschreibung. Nachdem Sie von USB-Stick gebootet haben, sehen Sie einen Standard-Windows-Boot-Bildschirm. Je nach Konfiguration Ihres Computers kann es einige Sekunden bis mehrere Minuten dauern, bis dieses Fenster gelandet ist. Wählen Sie im nächsten Fenster die gewünschte Sprache, das Zeit- und Währungsformat und das Tastaturlaut aus und klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Installieren. Hier können Sie auch die Wiederherstellungsumgebung ausführen, indem Sie auf System wiederherstellen klicken. Aber das interessiert uns im Moment nicht. Als nächstes sehen Sie ein Fenster mit dem Abschnitt Installation starten. Das bedeutet, dass das System alles vorbereitet, was Sie für die Installation von Windows 11 benötigen. Dieser Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Im nächsten Fenster werden Sie aufgefordert, Ihren Produktschlüssel einzugeben, um Windows 11 zu aktivieren. Wenn Sie keinen Schlüssel haben, klicken Sie auf Ich habe keinen Produktschlüssel. Wählen Sie die Version Ihres Betriebssystems, Nächste, Weiter. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. Danach gelangen Sie zu einem Fenster, in dem Sie die Art der Installation auswählen können. Wählen Sie die zweite Option Benutzer definiert, ist der Typ, das eine saubere Installation ermöglicht. Das ist es, was uns interessiert. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, den Datenträger auszuwählen, auf den Windows 11 installiert werden soll. Dies kann ein lokaler Datenträger sein, wenn Sie zuvor ein beliebiges System auf Ihrem PC installiert haben oder ein nicht zu gewissen Bereich, wenn der Datenträger neu ist oder wenn Partitionen zuvor gelöscht wurden. Bei der Installation auf einem vorhandenen lokalen Laufwerk sollten Sie vorsichtig sein, da alle Daten auf diesem Laufwerk gelöscht werden. Zu diesem Zeitpunkt können Sie das neue Laufwerk auf lokalen Festplatten der gewünschten Größe zuweisen, vorhandene Partitionen löschen oder formatieren und neu erstellen. Verwenden Sie dazu die verfügbaren Funktionen Löschen, um eine vorhandene Partition zu löschen, Formatieren, um sie zu formatieren und Erstellen, um eine neue Partition zu erstellen. Aber ich werde es noch einmal wiederholen. Alle Aktionen zum Erstellen, Formatieren oder Löschen von Partitionen oder logischen Laufwerken führen sicherlich zum Löschen von Daten von Ihnen. Wenn Sie das Laufwerk nicht partitionieren müssen, wird es durch Drücken von Weiter automatisch im angegebenen Bereich erstellen. Wählen Sie das Laufwerk aus, auf dem das Betriebssystem installiert werden soll, und drücken Sie auf Weiter, die Installation beginnt. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Nach einem weiteren neuen Start erscheint ein Fenster mit den Optionen, die Sie konfigurieren müssen. Wählen Sie das Land oder die Region. Wählen Sie die Tastaturlaut und Eingabemethode. Nach diesem Bildschirm werden Sie aufgefordert, bei Bedarf weitere Optionen hinzufügen.
warten Sie, bis das System nach Updates sucht. Wenn Sie ein Microsoft-Konto haben, melden Sie sich an. Wenn nicht, können Sie eines erstellen. Das System fordert Sie das auf, einen Windows-Hello-PIN-Code festzulegen. Der nächste Schritt besteht darin, Ihre Datenschutzeinstellungen zu wählen. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen und klicken Sie auf Weiter. Das System prüft das System auf Aktualisierungen. Danach wird ein Begrüßungsbildschirm angezeigt und das System beginnt mit der Vorbereitung des Geräts. Wenn Sie fertig sind, wird der Desktop gebootet und zeigt an, dass Windows 11 vollständig installiert ist. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, liken Sie es bitte und abonnieren Sie den Kanal. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Glück.